Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Boarast und haben einen neuen Begleiter, nämlich Quina, der eben eine besondere Vorliebe für Frösche hat, denn Frösche gehören zu seinen Leibspeisen. Und unsere Aufgabe hier ist es, so ein kleines Event halt, alle Frösche einzusammeln. Mal schauen, ob es uns gelingen wird. Das könnte durchaus schwierig werden, weil, wenn man sich nämlich anschleicht, man muss quasi im Voraus wissen, wo die Viecher hinhüpfen werden. Jetzt kriegt man die nämlich nicht. Nein, jetzt hat es geklappt. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Halt, nicht weghüpfen. Es ist halt echt fies. Ach, Gottchen. Ah, nicht. Hüpft wieder weg. Ja, das kann schon eine Zeit lang dauern, leider Gottes. Aber wir bekommen ja auch eine Belohnung für gefangene Frösche. Jawohl, den ersten haben wir schon. Ein Männchen. Sowas. Jawohl! Froschkönig haben wir auch gefangen. Das ist super. Mit einem Erfolg. Jawohl. Ich sehe, du bist fleißig, Quina. Mhm. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Einen Jadestein. Supi. Hab Dank, Meisterquell. Napf. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mann. Mhm. So ist das. Zumindest probieren wir es mal. Da kann Antäuschen schon mal helfen. Jawohl, Froschweibchen. Huch. Nein! Nein! Verflixt. Verfließt. Huch. Ach, herrje, huch. Ja, nein, nein, nein. Verflixt. Jawohl. Ein Männchen gefangen. Super. Bam, 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 badam. Bam, 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 bam. Na los, hüpf. Hüpf. Na los, hüpf. Feigling. Hüpf. Mist. Na los. Ist halt echt schwer. Jawohl! Noch ein Männchen. Und da kommt er wieder. Ich sehe, du bist fleißig, Quina. Mhm. Was gibst du uns diesmal? Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Ein Ether, super. Hab Dank, Meister Quill. Mampf. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Mampf. Genau. Da waren es, glaube ich, nur noch drei Fröschchen, ne? Ui, buh. Was, denn hätte ich jetzt fangen können? Frechheit. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Scheiße. Na komm. So eine Gemeinheit. Dam, da, dam. Da, dam, da, dam. Schau, hätte. Voll fies, ey. Na los, ihr Kackfrösche.
Jawohl! Ein Weibchen gefangen. Da waren es nur noch zwei. Moruk? Fies. Voll fies. Voll fies. Na los, hüpf raus, du Kackfrosch. Gerade nicht erwischt. Ich glaube, ich spinne. Ja, ja. Wieder zurück rein. Na komm. Hallo? Feiglinge. Lol. So eine Frechheit. Jetzt hat's hingehauen, ne? Lästig. Nicht der Ernst jetzt. Hüpf. Unglaublich, geht's nicht aus. Hüpf. Jawohl, jetzt habe ich dich. Und da war es nur noch eine. Oder eine, wie auch immer. Der Frosch ist halt lästig. Na los. Das stimmt auch nicht ganz. Ist ja nicht zu glauben, oder? Ach. Jawohl. Supi. Perfekt, das waren jetzt alle. Das heißt, wir dürfen gehen. Und Quina, bist du bedient? Gar nicht so sehr, die Fresse hier zu sagen. Hab genug gemacht. Mhm. Genau. Denn wenn wir das nämlich frühzeitig abbrechen, dann bekommt Quina diese Frösche nicht. Und wir wollen ja alles sammeln. Oder zumindest mal probieren. Bam, bam, bam. Wo wir gerade dabei sind. Was könnte denn der Gute anlegen? Er hat ja nur die Gabel momentan. Und auch nur die Gabel. Was haben wir hier noch? Lederhut. Ja, können wir ihm den Lederhut geben. Hier. Ja. Damit er das wenigstens lernt. Hm. Die Lederweste. Und ein Accessoire haben wir dabei nicht viel. Gut. Ah, stopp. Falsch. Die Abilities. Was könnte er denn brauchen? Vollmond, was ist das denn? Charakter erreicht schneller die Trance. Den Trance-Zustand. Jo. Gift und Galle ist auch gut. Und mehr hat er nicht. Super. Das ist nicht schlecht. So, wir gehen weiter. Bam. Bam, bam. Ah, das da ist immer, genau. Vorbild laufen. Oh, und es geht schon wieder weiter. Mit dem Kämpfen. Tralilala. Bam, 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 bam. Twitch, twitch, twitch. Genau. So, immer feste drauf. Oh, fressen vergessen. Mist.
Das ist eine Fähigkeit von Quina. Er muss Gegner fressen. Darum ist es wichtig, so viele verschiedene Gegner wie möglich zu haben. Wie gesagt, wenn ich sie fressen. Und durch das Fressen kann es passieren, dass er neue Fähigkeiten erlernt. Boah, das ist schon gut. Zum Beispiel das hier mit dem Wasser. Ich glaube, das konnte er tatsächlich erlernen. Aber ich, Depp, habe ja alle umgebracht. Ja. Applaus, Applaus, Applaus für die Zocki. Bravo. Das habe ich wieder fein gemacht. Ganz, ganz fein. Das heißt, wir müssen diese Viecher nochmal klatschen. Hoffentlich kriegen wir sie nochmal. Dafür reicht es eigentlich, wenn wir hier nur ein bisschen auf und ab laufen. Das müsste schon passen. Also man irgendwann was pullt, hoffentlich. Jawohl, perfekt. Jetzt muss ich die ein bisschen schwächen. Und das ist das Tricky dabei. Also das Schwierige, sag ich mal. Dass man diese Viecher nicht sofortigst umbringt, ne? Dafür braucht man etwas Feingefühl. Und zwar, ich habe es immer so gemacht, ich habe Vivi angreifen lassen, aber der pennt jetzt, ja? Ja, das heißt, ich greife einmal mit Sina an und lasse die anderen... Warte, du heilst dich besser selber. Die anderen tue ich auf Abwehr. Und ich glaube, wenn der Gegner ca. 50% Leben oder weniger, glaube ich, hat, kann man ihn fressen und hoffen, dass man eine Fähigkeit nicht mehr lernt. Ich probiere es gleich mal, ob er schon zum Fressen geht. Muss schwächer werden, Mampf. Okay, dauert noch ein bisschen. Vivi wäre da eigentlich sehr super gewesen. Die anderen traue ich mich nicht so. Zidane ist so viel zu stark mit der Waffe. Das heißt, ich werde auf Abwehr gehen. Ich lasse Lucina an, also Quina angreifen. Freya tue ich auch auf Abwehr. Und Vivi tue ich nur auf Angriff. Das müsste dann passen, hoffe ich mal. Dann tun wir gleich wieder Fressen probieren. Ah, ich kann inzwischen spitzen. Stimmt. Ja, okay. Dann probier's nochmal, lieber Quina. Und? Ja, Krötenfalle erlernt. Supi. Genau das habe ich gemeint. Das ist die Besonderheit von Vivi. Vivi sage ich, von Quina. So, yeah, hau den Lukas, Gift und Galle und Eis erlernt. Supi, Vivi. Prima. Dann schauen wir gleich für dich, ob wir was Neues haben. So, anlegen. Da gibt nichts Neues. Federhut. Ja, okay, Leder, Armreif, Kristall, Gift und Galle, das ist super. Haben wir hier irgendwas? Nein. Wüste? Nein. Haben wir was für die gute Freya? Drachentöter, hier, Bronze, oh ja. Eskutkion, perfekt. Den Rest muss ich eh noch erlernen, das passt. Ability, genau. Für Meister Vivi. Anlegen. Er dürfte Gift und Galle jetzt haben. Genau. Und dann geht nichts mehr. Und bei dir? Weihrauch. Was kann denn bitte Weihrauch? Fügt Untoten immensen Schaden zu. Das kriegen wir gleich mit. Das wäre es dann auch mal fürs Erste. Beim Zitane? Ich glaube nicht, da haben wir sowieso überall zu wenig. Passt schon. Alles gut. Baum. 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 Also das war jetzt nicht der Gegner, den ich eigentlich haben wollte. Zum Kämpfen. Ja, jetzt kommt dort der nächste. Baum, 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 baum. Ah, da sind sie schon. Super. Da sind sie ja schon. Genau. Also, da kann ruhig auch mal Zidane ein bisschen draufhauen. Auf die gute Freya. Und der Vivi. Oh, das war zu viel. Da tut nur normal draufhauen. Okay, das könnte eventuell schon passen. Schauen wir mal. Ob Quina damit einverstanden ist. Mal ein bisschen Geduld haben. Wobei, der darf, glaube ich, draufgehen. Muss schwächer werden, okay?
Du tust bitte gleich Zitane heilen. Und die Bekräfte. So, ja. Jawohl, der ist besiegt. Oh, einmal forschen, genau. Dann probieren wir gleich wildes Fressen aus. Vielleicht passt er schon. Dann tun wir klauen. Dann tun wir wieder auf Abwehr, und bis die hier Vivi halten können. Dann tun wir wieder auf Angriff bei Vivi. Er muss schwächer werden, Mampf. Das kann leider ein bisschen dauern. Stibitzen. Landungsangriff. Fressen. Einmal Potion für Vivi. Nochmal Angriff. Ich muss immer noch schwächer werden. Verdammt, das ist immer so schwer zu sagen. Klauen. Weil da wird man nämlich den Nasshauch lernen, soweit ich weiß. Mal schauen, ob es liegt. Muss immer noch schwächer werden. Alter! Wie viel denn noch? Ich hab's jetzt bald mal. Zum Glück brauchen wir das nur einmal pro Gegner machen. Also pro neuen Gegner, sage ich jetzt mal, wo er die Fähigkeit noch nicht hat. Und? Ja, Nasshauch. Bravo, super. Spitzenklasse. Ja, yeah, ihr könnt die Waffe wechseln. Beim Zitane. Super. Das heißt, anlegen, Zitane. Mithrildolch kommt weg und dafür kommt Aurora. Augen auf. Kristallschild ist auch fertig, stimmt. Das werden wir jetzt mit dem Vivi sein tauschen. Anlegen. Huch, das kommt. Kann man das überhaupt? Ach, natürlich. Ich depp. Ablegen. Wüstenstiefel ablegen. Anlegen, Zitane. So, anlegen. Statt Kristallschild. Ach so, okay, das bringt sie nichts. Geld und Leben haben wir ja schon. Dann kannst du es mal behalten. Oder warte, irgendwer hat ja noch was. Was ist nicht du? Ja. Ablegen. Bringt dir das was? Ja, da und da muss ich noch warten. Ist wurscht, ist nicht schlimm, warten wir noch ein bisschen. So, ich glaube, mehr Gegner gibt es hier nicht an verschiedenen Sorten, hoffe ich mal. Später vielleicht wieder, wenn wir ganz viel später nochmal hierher kommen dürfen. Aber was sind das bitte für komische Fußspuren? Ich würde sagen, wir folgen denen mal, oder? Ich würde sagen, heilen. Ich würde sagen, stibitzen. Bei Vivi würde ich sagen, einmal Eis, einmal Angriff. Das müsste reichen. Oh, Zitane ist ein Kavalier. Dann werden wir hier gleich wieder heilen. Hier werden wir klauen. Das muss nämlich schon passen, dass wir jetzt essen dürfen. Vivi kann noch einmal normal zuschlagen, normalerweise. Oh, ein Haar bin ich. Und fressen. Hoffen wir, dass es schon reicht.
jeden Fall. Na, aber nicht jetzt der Ernst. Das ist natürlich jetzt eine Verschwendung. Das ist eine ordentliche Verschwendung. Totalabwehr gelernt. Super. Schande. Ja, ab und zu läuft's blöd mit der Trance. Super. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen für Vivi. Und ein bisschen Gilden haben wir bekommen. Sehr gut. Jetzt wäre es schon fast angebracht, mal zu recken. Aber zuvor schauen wir. Ja, okay. Da noch ein bisschen um. Oh, ein Einzelner. Na, großartig. Vivi ist verletzt und wird's. Okay, eine Potion geklaut. Einmal Angriff. Einmal heilen. Ich hoffe, der läuft mir jetzt da nicht weg. Klammer, ich hoffe es wirklich. Yeah, verschwinden gelernt. Super. Das läuft super. Rampapam. Potion und Gil haben wir bekommen. So. Ich weiß, dass ich ein bisschen falsch laufe. Der nächste Ort, wo ich gerne hin möchte, ist eigentlich ein bisschen woanders. So, einmal Eis. Einmal Angriff. Nochmal Angriff. Dann hoffe ich, dass ich bei dem da fressen darf. Okay, der ist im Eimer. Der ist hin. Der ist auch hin. Dann bleibt nur mehr der. Muss schwächer werden. Okay. Du kannst noch klauen. Du musst allerdings schon abwarten. Augentropfen wurden stibitzt, gut. Kein Problem, ob du sie schon essen darfst. Du musst schwächer werden. Oh, das ist wieder fies. Phew. Na los, Vivi. Bam. Hoffentlich reicht's jetzt. Oh, übel. Also, Abwehr, Abwehr, Angriff und dann wieder mit Quina fressen. Das ist halt, manchmal ist es mühselig, ja. Aber später ist es ja alles One-Shot, also ist besser, wenn wir das jetzt mitmachen. Ach komm, wie viel hältst du aus? Abwehr, wieder Abwehr. Und? Frisst jetzt. Ja, Kürbisfalle gelernt. Super. Bravo, bravo, bravo. Supi, supi, supi. Läuft. Sehr gut. Dann läufen wir noch ein Stück darüber. Wir läufen. Nicht wir laufen, wir läufen. Ja. Wir sind läufig. Oh Gott. Nein, sind wir natürlich nicht. So, wie gesagt, am Strand auch ein bisschen entlang laufen, in der Hoffnung, dass es hier auch andere Gegner gibt. Hopp, hopp, geht schon gerne mal Vollgas. Den Kerl hat man schon, das heißt, kurzer Prozess. Zitane, darf ich bitten? Passt. Und wir können schon weitergehen. Schöne Waffe. Boah. Das
habe ich früher alles, also das konnte man früher alles nicht so sehen. Das schaut jetzt echt toll aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Muss ich echt sagen. So, waren wir jetzt da drüben schon? Ich glaube ja, da drüben ist der Lindblum, glaube ich, irgendwo, ne? Muss ich schnell nachschauen nochmal. Oh, es sind zwei. Oh. Zitane, die knöpfe ich gleich mal einen vor. Und die gute Freya gleich den zweiten. Vivi gleich den dritten. Also nochmal den zweiten. So, wollte ich sagen. Zack, der ist mal weg. Und Quina darf auch gleich. Sehr hieben. Bam. Jo, Vivi, du schaffst das. Okay. Ha? Ja. Batsch. Super gemacht, Vivi. Dankeschön. Super. Es werde Licht, doch Titane fand den Schalter nicht. Oh nein, du musst das ja lernen. Gut, das heißt, umrüsten, wenn es möglich ist. Es werde Licht. Ah, hier, der Federhut. Servus, Kaiser, können wir den Xutus-Hut nehmen? Perfekter. Ah, Kristallschild, ja, genau, stimmt, war ja, passt ja, passt ja, passt, alles gut. Da haben wir ja noch nichts. Außer, warte mal ganz kurz, ich bin ein Trottel. Anlegen. Ablegen. Ich tue ihm mal das weggeben tun. Und schau, ob das Vivi brauchen kann. Ich depp. Ja, freilich. Gift und Galle kann er lernen, der gute Vivi. Das trifft sich gut. Ability. Gift und Galle. Da. Okay, passt. Dann lernt das nämlich schneller. Wo ist jetzt... Na, passt schon mal schon darüber. Können wir schon mal schauen. Huch. Das passt schon so. Da müssen wir darüber schauen. Das ist gut. Die Käfer, die hatten wir jetzt, glaube ich, schon, ne? Da wäre echt gut, wenn ich mir da eine Liste zusammenschreibe. Wenn wir schon alles hatten und wenn nicht, zur Not, will ich probieren, ob wir dann nicht einen zusätzlich, also so einfach so wegfressen, ne? Um sicher zu gehen. Ich glaube, die hatten wir schon. Ja, und der ist okay. Ja, dann, ne? Tschüssi. Den Käfer hatten wir, glaube ich, schon. Oh, na, jetzt ist Vivi gestorben. Du Saufiech, du Dreckigs. Gescheißen Dreck. Das ist schon das zweite Mal. Mistviech. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen und Freya hat auch was erlernt. Ihr bekommt Zelt, Potion und Echsenmenschkarte. Super. Ich werde ihn gleich ins Leben zurückholen, unseren kleinen süßen Vivi. Entschuldigung. Das sind aber auch Arschlöcher, Kinder, schlägt man nicht. So, da gehen wir ganz raus. Und ich rufe unseren Mogli. Der soll nämlich uns ein Zelt aufschlagen. Bitte, ausruhen einmal. Ah, im Zelt ist man sicher, da ist es warm. Wunderprächtig, nichts ansonsten, ich danke dir. Jetzt werden wir schauen, ob wir der guten Freya nicht was Neues ankleiden können. Bronzehelm. Oh ja, der Eisenhelm. Noch etwas zufällig? Nein. Sehr gut. Ah, gut, verstehe schon. Da geht es dann weiter. Das lassen wir noch derweil aus. Weil da ist Gezamerlukes Grotte, der Eingang dazu. Und da wollen wir noch nicht rein. Ihr vielleicht schon, aber ich noch nicht. Ich will noch zu einem bestimmten Ort hin und dort ein bisschen ein Minispiel starten. So. Bam,
Jetzt wo wir Eis eh erlernt haben, brauche ich es nicht mehr einsetzen eigentlich. Kann ich bei Feuer bleiben. Kannst du gerade mal probieren, ob irgendwas fressen wäre. Wäre sicher nicht. Ja, der muss freilich schwächer werden, das ist ganz klar. Noch einmal. Datum auf Abwehren. Was, der ist hin, da wird nichts mehr gefressen. Und wir müssen den Part beenden. Ganz, ganz dringend. Ich habe schon wieder verdammt Überlänge. Ja, yeah, wupp, 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 wupp. Queena hat ein Level Up bekommen. Super. Und wir haben ein Zelt gekriegt. Sehr klasse. Na fein, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!